Wir dokumentieren hier einen Aufruf der organisierten Fanszene aus der Nordkurve und des Ostblocks, kein Testspiel gegen RB Leipzig. Wenn du glaubst, dass Sommerpause wäre, kommt der Verein mit der dümmsten Testspielidee gegen RB Leipzig daher. Die Prinzipien und Strukturen, die dem Handeln von RB Leipzig zugrunde liegen, bedrohen den Fußball so, wie wir ihn kennen und lieben. Deshalb wird die Ablehnung des ersten Marketingclub Deutschlands als strahlendes Symbol für rücksichtslose Kommerzialisierung, zweifelhafte Transferpolitik und undemokratische Strukturen in allen aktiven Gruppen in Babelsberg, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, geteilt. Über die Fragwürdigkeit dieses Clubs ist in den vergangenen Jahren genug geschrieben worden, als dass hier eine ausführliche Darstellung noch notwendig wäre. Das sollte auch unser Vorstand wissen. Von Fanszene und Verein geteilte Werte sind seit langem eine wichtige Basis für eine Identifikation mit 03. Für uns ist klar, Teilhabe, Solidarität und Nachhaltigkeit spielen in einer von Vereinen wie RB Leipzig geprägten Fußballkultur überhaupt keine Rolle. Umso mehr erstaunt es uns, dass sich unser Verein als Lückenbüßer für den Getränkehersteller andient, nachdem dieser sein Testspiel gegen den FC Rot-Weiß Erfurt als Reaktion auf Proteste der Fanszene abgesagt hatte. Als wäre das nicht schlimm genug, sollte das Testspiel gegen RB nicht einmal öffentlich angekündigt werden. Immerhin wurde die aktive Fanszene informell über das Spiel in Kenntnis gesetzt. Unsere Kritik daran aber verhallte ungehört und wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Unorganisierte Fans blieben gleich vollends außen vor. Sind solche Hinterzimmerdeals mit RB die Auslegung des Vorstands von Haltung zeigen? Soll das Babelsberger Vereinsdemokratie sein? Wir erwarten, dass das Testspiel unverzüglich abgesagt wird. Denn die schmerzhaften öffentlichen Diskussionen über die Glaubwürdigkeit unseres Vereins, die andernfalls auf uns zukommen, würden wir uns und dem Verein gerne ersparen. Wir sind maßlos enttäuscht, unsere Haltung jedoch ist klar: Nein zum Testspiel gegen RB Leipzig. Nordkurve und Ostblock Babelsberg im Juli 2024.